Ich darf Ihnen den nächsten Redner vorstellen, Dr. Stefan Wolf. Herr Wolf hat Physik studiert. Er wurde mit einem wissenschaftsgeschichtlichen Thema an der LMU München promoviert und hat eine Reihe von DFG-Projekten zur Physikgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts realisiert. Zu Themen wie Thermodynamik, Physiker im Ersten Weltkrieg, Physik im Nationalsozialismus oder Wissenschaftsemigration und hat auch zeitweise Physikgeschichte an der LMU gelehrt. Er ist unter anderem Mitherausgeber des Sammelbandes Das Deutsche Museum in der Zeit des Nationalsozialismus und arbeitet, wenn ich das richtig sehe, zurzeit an zwei verschiedenen Projekten, zum einen an einer Briefedition zu Max Wien und zweitens an einem Buch über die Deutsche Physikalische Gesellschaft im Nationalsozialismus. Das Thema seines Vortrags lautet Otto Reichenheim und andere vertriebene Gastwissenschaftler und Stipendiaten. Vielen Dank. Ich werde jetzt fortfahren in dem Sinn, dass wir auf die Mikroebene biografischer Darstellungen gehen. Wir hatten eben von Max Jakob gehört und ich beschäftige mich jetzt mit einem Gast und zwei Stipendiaten. Hier ist nur der eine namentlich genannt, der jahrelange Gast Otto Reichenheim, der praktisch seine ganze Forschertätigkeit an der Reichsanstalt durchgeführt hat. Und dann haben wir noch hier zwei Stipendiaten, die wir besprechen und da vorstellen wollen, Günter Wolfson und Klaus Schocken, die jeweils nur 12 und 8 Monate an der Reichsanstalt verbrachten. Diese drei Personen verschaffen uns zufällig ein Sample, das einen großen Teil der Vielfalt derer abbildet, die von den Maßnahmen des Jahres 1933 betroffen waren. Jeder repräsentiert ein anderes Segment des Bevölkerungsanteils, der aus sogenannten rassischen Gründen ausgegrenzt wurde. Reichenheim stammte aus einer Textildynastie. Zum einen findet sich hier das oft anzutreffende Merkmal jüdischer Karrieren in der Wissenschaft, dem der wirtschaftliche Erfolg der Eltern bzw. früherer Generationen voranging. Zum anderen gehörte Reichenheim zu den vielen, wir erwähnten das ja vorhin schon, hörten das vielen nichtjüdischen Juden, also Menschen, deren Eltern, Vorfahren eine Konversion zum Christentum vollzogen hatten, aber die nun nach ihrer Religion der Vorfahren rassisch, Anführungszeichen, klassifiziert wurden. Wolfson kam aus einer Arztfamilie, aus dem deutschen Bildungsbürgertum, das sein Judentum bewahrt hatte, und Schocken stand mit einem jüdischen Vater für die Verbindung von jüdischem und christlichem Bildungsbürgertum, wobei seine Eltern vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Sicherheit zur Kunst, zur Malerei gefunden hatten. Die Betroffenen, wie Sie hieran schon andeutungsweise sehen können, sie bilden keine sozial abgrenzbare Gruppe, sondern sie stellen hier eine Vielfalt dar, die wir auch in der Allgemeinheit dann wiederfinden können. Dann sehen wir bei Wolfson und bei Schocken den Weg, den sie genommen haben, bevor sie zur Reichsanstalt kamen. Bei Reichenheim war das gleich nach seiner Promotion. Wolfson war erst am Physikalischen Institut in Bonn und dann am Kaiser-Wilhelm-Institut für Physikalische Chemie, während Schocken in Berlin promovierte und am Röntgenologischen Institut der Universität Bonn arbeitete. Reichenheim, ich habe das hier aufgeführt, zwei Phasen, zu denen er an der Reichsanstalt arbeitete, von 1946 bis 14, 1928 bis 33. Wolfson und Schocken waren Stipendiaten, die jeweils 8 bzw. 12 Monate an der Reichsanstalt verbrachten, kürzer als vorgesehen, durch die bekannten Ereignisse, von denen wir heute gehört haben, wobei ich aber dann auch noch mal im Einzelnen darauf eingehen werde, dass sie eigentlich nicht nach dem Berufsbeamtengesetz entlassen wurden, sondern im Zusammenhang mit dem Berufsbeamtengesetz, insoweit hier auch verschiedene Daten, die auch zum Teil ja vor dem Gesetz liegen. Ja, wir haben hier die Situation des Alters, das spielt eine große Rolle. Wir haben mit Max Jakob eben gerade eins der seltenen Beispiele vorgeführt bekommen, wo jemand noch mit über 50 Jahren, er ist ja noch etwas älter als Otto Reichenheim,
dem es gelang, eine Karriere nicht nur fortzusetzen, sondern auszubauen. Das ist die große Ausnahme. Mit über 50 war es ein sehr großes Problem, überhaupt noch in der Forschung bleiben zu können. Und was Otto Reichenheim hier tut, auch aufgrund seiner finanziellen wirtschaftlichen Absicherung, er zieht sich ins Private zurück. Dagegen ist Günter Wolfsohn jemand, der gut international vernetzt ist, dem deshalb auch eine rasche Emigration gelingt. Und bei Klaus Schocken haben wir noch die Sondersituation, dass er noch 18 Monate über ein privates Stipendium in Deutschland finanziert wird. Sodann sehen wir dann die schon erwähnten typischen Emigrationsländer England und USA und bei Wolfsohn sozusagen die Sondersituation, einer der wenigen, der auch bewusst und gewollt als Zionist über die Zwischenstation in Utrecht nach Palästina, nach Jerusalem an die Hebräische Universität geht. Darunter sehen Sie noch kurz charakterisiert, Reichenheim ist noch als wissenschaftlicher Berater tätig, er will weiterarbeiten, aber er findet sozusagen keinen Eingang mehr in das Wissenschaftssystem, anders als Günter Wolfsohn. Und bei Klaus Schocken ist es noch einmal ein bisschen spezieller in den USA, das werden wir nachher im Detail noch ausführen, schlägt er sich sozusagen durch verschiedenste Stellen, ehe er dann 1958 bei der NASA landet. Dann kurz ein Hinweis auf den Familienhintergrund und den Familienkontext. Ich habe es bei den Physikern mal ausgezählt, da ist das so ein Prozentsatz ein bisschen höher, als wir es vorhin bei Herrn Grüttner gehört haben. 10%, die Opfer der Shoah werden, die ermordet werden. Aber viele sind, das sollte man in diesem Kontext dann auch erwähnen, durch ihre Familie betroffen. Bei Wolfsohn sind die Eltern deportiert und ermordet worden. Und bei Schocken war es von der väterlichen Seite ein Onkel und eine Tante. Ja, so dann möchte ich zu den drei biografischen Skizzen kommen. Ich möchte Ihnen vorstellen, wie Sie zur Reichsanstalt kamen, was Sie in der Reichsanstalt gemacht haben und wie das weitere Schicksal dieser drei Personen ausschaute. Zunächst Otto Reichenheim. Wie ich schon sagte, eine Textildynastie und Otto befindet sich hier in der vierten Generation. Das wird begründet von Nathanael Reichenheim, der auch der Firma den Namen gibt. Die Generation des Großvaters ist noch jüdisch. Louis spielt eine Rolle in der jüdischen Repräsentantenversammlung. Der Name Reichenheim ist in Berlin damals bekannt durch die nach dieser Familie benannten Stiftungen. Leonor, auch ein bekannter liberaler Politiker, der eine Universitätsstiftung begründet. Ein weiterer Bruder Moritz, ein Waisenhaus in Berlin. Insoweit war die Familie Reichenheim in Berlin bekannt. Sie sehen hier mit dem Haus von Julius Reichenheim auch der Reichtum der Familie, der sich hier in einem repräsentativen Bau niederschlägt, im Tiergarten. Und rechts schon ein Vorgriff auf die familiäre Entwicklung. Sie sehen Otto Reichenheim im Kreis seiner Familie von 5 Kindern mit seiner Frau Susanne Hulczynski. Und hier haben Sie auch das Beispiel einer endogamen Heirat. Sein Vater Julius Reichenheim war der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bei den Hüttenwerken von Hulczynski, eine der sehr reichen Familien, auch mit jüdischem Hintergrund, und insoweit kein Zufall, dass die beiden hier im Rahmen einer Heirat zusammenkommen. So, dann schauen wir uns die Entwicklung, den typischen Lebenslauf an von Reichenheim, typisch, was erst einmal das Studium angeht, nach dem Abitur, das einjährig Freiwillige bei den Dragonern in Karlsruhe und dann, was wir häufig finden, die jungen Männer gehen erst einmal ein Semester weg von zu Hause, deswegen ist ein Semester in Genf, dann kommt er nach Berlin zurück, um schließlich in Freiburg sein Studium mit der Promotion abzuschließen. Sie sehen hier das Titelblatt der Promotion rechts. Nach der Rückkehr nach Berlin heiratet er und da beginnt dann die Tätigkeit bei der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. Dort kommt er mit Ernst Gerke aus der optischen Abteilung zusammen. Er wird Hilfsarbeiter bzw. wissenschaftlicher Gast. Gerke ist 4 Jahre älter, er leitet die optische Abteilung und die beiden kooperierten in den folgenden Jahren sehr erfolgreich. Reichenheim besuchte nun auch regelmäßig das Physikalische Kolloquium, die Sitzung der Physikalischen Gesellschaft, hielt ab und zu Vorträge, zeigte durch gelegentliche kritische Bemerkungen, wie Rubens in einem Gutachten später feststellte, Zitat, ein gutes Verständnis insbesondere für die modernsten Zweige physikalischer Forschung, Ende des Zitats. Zusammen mit Gerke gelang ihm in den Jahren 1906, 1907 die Entdeckung der Anodenstrahlen. Während in einer Geissler-Röhre, das ist eine Glasröhre mit 2 Elektroden, die man evakuieren kann, während so eine Röhre bei einer solchen Evakuierung
zeigt, dass an der Kathode, der Ursprungsort der nach der Kathode benannten Strahlen wird, kannte man das bei der Anode bis dahin nicht. Gerke war dabei, das zu untersuchen, hatte bis dahin nur ein Glimmlicht an der Kathode gefunden. Und jetzt wollen Gerke und Reichenheim diese Aufgabe genauer untersuchen. Sie wollen die Versuchsbedingungen auffinden, unter denen die Anode ebenfalls befähigt sein würde, analog zur Kathode Strahlen zu emittieren. Und da schauen wir uns mal kurz die Versuchsanordnung an. Da sehen Sie das mit K bezeichnet, die ringförmige Kathode, dann eine eingeschweißte Anode, das kleine A, und unten ist noch so ein Glimmerschirm, wo man dann einen Materialfluss feststellen kann. Aber was passiert jetzt? Sie beobachten tatsächlich Strahlen, die von der Anode ausgehen, die auf Spuren von Verunreinigungen zurückzuführen waren und die dann bei vollständiger Reinigung wieder verschwanden. Sie stellten daraufhin solche verunreinigten Anoden überwiegend aus Natrium- und Lithiumsalzen her. Und da braucht man dann so eine spezielle Rezeptur, was eben auch die Experimentatoren dann auszeichnet, weil das nicht nur nach so einer Zeichnung reproduzierbar ist. Sie zerkleinerten die Salze mit Mörser, mischten Graphitpulver runter. Das ist also sozusagen die Rezeptur, mit der sie arbeiteten. Und in mehreren Untersuchungen verifizierten sie sodann ihre Hypothese, dass diese Strahlen aus bewegten positiven Teilchen bestehen. Anfangs dauerte das Strahlungsphänomen nur wenige Minuten. Mit einer anderen, besser evakuierten Anordnung konnten sie die Apparatur tagelang betreiben, wobei die Strahlen nun auch längere Strecken durchliefen und die Fluoreszenz auf einem in der Röhre angebrachten Schirm, das ist dieses F, einen Materialfluss anzeigte. Mit dem Nachweis der elektrischen und magnetischen Ablenkbarkeit fanden die Autoren schließlich ihre Ausgangsthese bestätigt, dass die Anodenstrahlen in der Tat ein den Kathodenstrahlen völlig entsprechendes Phänomen darstellen. Und Rubens fand in einem Gutachten später diese Reihe von Arbeiten gehört, was die Wichtigkeit der Ergebnisse anbelangt, zweifellos zu den bemerkenswertesten Publikationen der letzten Jahre auf dem Gebiet der korpuskularen Strahlung. Mit diesem wissenschaftlichen Ausweis, mit diesen Leistungen war der nächste Schritt fast logisch. Reichenheim konnte sich habilitieren, erreichte 20 Publikationen und eine Habilitationsschrift ein, und Rubens als Gutachter fand, dass die Habilitationsschrift, und das ist hier aus diesem Bereich thematisch der Anodenstrahlen, wo er sich hier das Spektrum ansieht. Sie sehen hier die erste Seite aus der Publikation in den Annalen dieser Habilitationsschrift. Die findet Rubens als eine tüchtige und inhaltsreiche Arbeit. Damit wird er habilitiert. Er wird im Juli 1910 Privatdozent. Das Ganze wird dann unterbrochen durch den Krieg. Er wird gleich 1914 im Oktober das Eiserne Kreuz bekommen. Er erhält 1917 den Titel des Professors und 1921 den nicht beamteten außerordentlichen Professor. Er ist nicht besonders interessiert an der Lehre. Er versucht sich immer wieder zu beurlauben durch Krankheit oder durch andere Tätigkeiten. Er liest sehr selten, und seine letzte Vorlesung hält er im Sommersemester 32, und das thematisch bewegt sich das im Bereich dieser Forschung. Dazu kommt es dann im Jahr 1928 zur Wiederaufnahme seiner Tätigkeit in der Reichsanstalt. Denn er hatte sich zunächst privatwirtschaftlichen Aktivitäten zugewandt, so als Vorstand der Tochtergesellschaft einer Telefonfabrik. 1928 nimmt er wieder seine Tätigkeit in der Reichsanstalt auf, wieder als Gast. Er wird später sagen, dass man ihm eine Beamtenstelle immer wieder angeboten hätte, dass er die aber aus wirtschaftlichen Gründen ja ausgeschlagen hat, weil er das nicht brauchte, weil er wirtschaftlich abgesichert war. Er kooperierte mit einem Mitarbeiter von Gerke, dem 11 Jahre jüngeren Ernst Lau, seit 1920 bei der PTR. Bis 1933 publizierten die beiden gemeinsam wenigstens 9 Arbeiten, sowohl zur Gasentladung als auch über Themen aus der Spektroskopie. Dazu kamen noch wenigstens 2 gemeinsame Patentanmeldungen, die ein Verfahren zur Herstellung von atomarem Wasserstoff beschrieben. Reichenheims Tätigkeit kam 1933 zu einem abrupten Ende. Und wie bei Reichenheim, auch bei den beiden anderen, ist es nicht direkt das Berufsbeamtengesetz. Er beschreibt es, dass er seine eigene Angabe im April telefonisch darüber informiert wurde, dass er sein Laboratorium nicht mehr zu betreten habe. Es gibt dann noch einige andere Darstellungen. Da haben wir ein Schreiben der Beamtenarbeitsgemeinschaft
vom 20. April, da wird darauf hingewiesen, im Zusammenhang mit Gierke, dass sein persönlicher Mitarbeiter der Jude Reichenheim sei, der Schwager des bekannten Dr. Weißmann. Weißmann war ein Mitarbeiter des preußischen Ministerpräsidenten Braun, ein dezidierter Gegner der Nationalsozialisten, der schon im März emigriert war. So eine Verwandtschaft galt damals als kompromittierend. Und ein Rückblick von Ernst Lau, mit Vorsicht zu sehen, von 1968, berichtet von einer Kommission, die in das Laboratorium gekommen sei, um nach Juden zu suchen und die dort vom weiteren Besuch abzuhalten. Aber diese Aussperrung von Reichenheim geschah ja außerhalb des Berufsbeamtengesetzes. Wenn man hier die Unterlagen des Ministeriums sich anschaut, da findet man ja hier den Vermerk. Erstes habilitiert von 1914, ist wieder durchgestrichen. Das ist nämlich auch so ein Grenzbereich. Das ist ja vorhin von Herrn Grüttner angesprochen worden, dass die Frage, wann jemand als beamtet oder quasi beamtet galt, das war so eindeutig nicht. Und eine nicht beamtete Professur vor 1914 oder eine Privatdozentur zählte nicht unbedingt dazu. Aber bei Reichenheim war es eindeutig. Er war Träger des Eisernen Kreuzes, ein unbestrittener Frontkämpfer und insoweit steht hier auch geschützt. Aber dieser Schutz galt nicht in der Reichsanstalt, weil er nicht beamtet war, weil er ein freier Mitarbeiter war. Insoweit spielte das hier keine Rolle. Er konnte weiter, er wurde weiter bis 1935 als Professor an der Universität geführt, aber bei der Reichsanstalt wurde er herausgeworfen. Reichenheim zog sich aus dem öffentlichen Bereich zurück, arbeitete auch nicht im privaten Laboratorium, sondern, wie er später erwähnte, beschäftigte sich so dann mit Nahrungsmittelchemie. Ich habe keine Nachweise gefunden, wo sich das niedergeschlagen hätte. Langer Zeit sah er sich und seine Familie nicht als gefährdet an. Erst die Ereignisse Novemberpogroms von 1938 änderten seine Einschätzung, da er die Situation nun als bedrohlich einstufen musste. Reichenheim entging nur durch zufällige Abwesenheit von seiner Wohnung der Verhaftung, die im Rahmen einer konzertierten Aktion erfolgte, bei der 30.000 jüdische Männer in Konzentrationslager verbracht wurden. Reichenheim kam mit einem Nervenzusammenbruch ins Klinikum Westend, was ihn vor dem Lager bewahrte. Aber nun bemühte er sich um die Emigration nach England, wo Verwandte schon lebten, und sandte seine Unterlagen an die Akademische Hilfsorganisation Society for the Protection of Science and Learning mit der Angabe einer langen Liste von Referenzen. Nach zahlreichen Bemühungen und der Genehmigung des zuständigen Reichsministers, Reichenheim einen Pass auszustellen, konnte er im April 1939 nach England einreisen. Seine Frau war jedoch schon im Februar an einer Lungenentzündung verstorben im Alter von 51 Jahren. Reichenheim beteiligte sich während des Winters 39-40 zunächst als technischer Berater an der Kriegsarbeit einer privaten Firma über ein geheimes drahtloses Telefonsystem, woran er aber ab Mai 1940 als feindlicher Ausländer nicht mehr mitwirken durfte. Im Juni 1940 wurde er auf der Isle of Man interniert. Es bedurfte nun qualifizierter Fürsprecher, um seine Entlassung zu bewirken. Aussagen englischer Politiker oder deutscher Wissenschaftler waren nicht ausreichend. Es bedurfte eines Attestes eines englischen Wissenschaftlers. Und dabei wurde dann entscheidend die positive Aussage des Nobelpreisträgers Francis William Aston, der Reichenheim zwar nicht persönlich kannte, sich aber zu dessen wissenschaftlichen Leistungen äußerte. Zitat: Die mit Gierke gemachte Entdeckung der Anodenstrahlen ist von grundlegender Bedeutung und deren Arbeit über die Eigenschaft dieser Strahlen, die große experimentelle Fähigkeiten verlangte, war nicht nur für die Analyse der positiven Strahlen, aber auch für meine eigene Arbeit über Isotope von höchster Bedeutung. From the point of scientific distinction, I'm of the opinion that he deserves the highest recommendation. Und das bewirkte dann tatsächlich auch seine Freilassung aus der Internierung im Oktober 1940. Seit dem Frühjahr 1941 beschäftigte er sich gemeinsam mit einem englischen Chemiker mit der Aufarbeitung von Lederresten, vornehmlich für die Produktion von Schuhen, was zu der Anmeldung eines Patentes, aber nicht zur Anwendung in der Produktion führte. Dazu war er an der Ausarbeitung eines industriellen Prozesses zur Produktion von Plastikknöpfen und Modeschmuck beteiligt. Nachdem dies keine Fortsetzung fand, suchte er wieder nach einer neuen Tätigkeit. Im Oktober 1945 stellte er den Antrag auf die britische Staatsbürgerschaft und bis zuletzt war er an wissenschaftlich-technischer Arbeit interessiert, wobei es ihm weniger um den Verdienst als darum ging, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten einsetzen zu können. Am 22. August 1950 ist er im Alter von 68 Jahren gestorben. Ich komme zu dem zweiten unserer drei Biografien.
zu Günter Wolfsohn. Günter Wolfsohn, bei ihm waren Vater wie Großvater Ärzte, zunächst in Posen. Seine Eltern zogen im Jahr 1900 aus der schlesischen Kleinstadt Königswalde in ein modernes, bereits elektrifiziertes Haus in der Innenstadt von Elberfeld, heute Stadtteil von Wuppertal. In dieser Stadt wurde Günther geboren und dann beginnt er mit dem Studium in verschiedenen Orten, in Frankfurt, Heidelberg und München, ab 1922 in Bonn, und dort fertigt er dann eine Dissertation bei Kohnen an. Die besteht er mit der Note sehr gut, und dann macht er noch sein Staatsexamen und arbeitet dann zeitweise als Lehrer am Realgymnasium. Seine Dissertation bewegt sich im Rahmen des Bonner Forschungsschwerpunktes. Kohn war der Nachfolger von Kaiser und die Spektroskopie war dort traditionell im Fokus der Forschung gewesen. Und er beschäftigt sich mit den Ungenauigkeiten der Spektroskopie. Das ist unter dem Namen Pohleffekt in die Literatur eingegangen. Das heißt, es ging damals um die Präzisionsmessung auch in der Astrophysik. Und da wollte man die Wellenlängen bestimmen. Und dann merkte man, dass diese Absolutmessungen eben keine absoluten sind, sondern dass es von der Länge der Bogenlampe, von den Druckbedingungen abhängt. Und nun hat Wolfsohn die Aufgabe, das also unter geringem Druck zu messen beim Kupferspektrum. Und da sieht man, dass die Schärfe der Linien deutlich zunimmt. Ihm gelang dabei die Neubestimmung einer Reihe von Termen aus dem Doublet-System des Kupferspektrums. Eine technisch durchaus schwierige Aufgabe, weil man da den Druck mit der Gedepumpe zwischen 40 und 50 mm Quecksilbersäule halten musste. Er arbeitet also, wie gesagt, dann kurz am Realgymnasium, bis er dann 1927 als Hilfsassistent eingestellt wird, unterrichtet Studenten und wird von Kohnen auch damit beauftragt, zwei Artikel zu schreiben für die von Kohnen redigierten Bände des Handbuches der Physik. Und Sie sehen hier unten unter seiner Doktorarbeit den Titel dieser einen Arbeit, Strenge Theorie der Interferenz und Beugung. Und hier erweist sich und hier kann er auch zeigen, dass er nicht nur ein experimentell arbeitender Physiker ist, sondern auch theoretische Zusammenhänge zu durchdringen weiß und zu formulieren weiß. Mit diesen Fähigkeiten erfüllte er offenbar das Anforderungsprofil von Rudolf Ladenburg, der ihn 1928 als seinen Assistenten am Kaiser-Wilhelm-Institut für physikalische Chemie in Berlin anstellte und in sein bereits länger laufendes Forschungsprogramm über die Dispersion des Lichtes einband. Das Phänomen der Dispersion, das kennen Sie alle, das ist der Regenbogen, die Aufspaltung des Lichtes nach der Wellenlänge, während das Licht im Vakuum für alle Wellenlängen die gleiche Geschwindigkeit besitzt, ist das beim Medium abhängig von der Wellenlänge. Dabei ist die Ablenkung im Langwellchen, im Roten, geringer, das Blaue wird stärker gestreut. Und da gibt es aber, und das fand man in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, eine Abweichung in der Nähe der Absorptionslinien. Sie sehen unten die Kurve, die moderate Abnahme der Dispersion links und rechts, und dann ist so ein Schenkel, da habe ich das Spektrum drüber gelegt, das ist diese Absorptionslinie, wo es dann diese Aufspaltung, dieses Auseinanderreißen des Spektrums gibt. Das ist die anormale Dispersion. Und das ist ein Phänomen, das für die Quantenmechanik sehr wichtig wurde. Erst ist es mit der klassischen Elektronentheorie behandelt worden, aber diese Wechselwirkung zwischen Strahlung und Materie ist eben einer der Entwicklungsstränge der Quantentheorie, weil es sich ja um einen Vorgang handelt, bei dem es durch Lichtabsorption zu einer quantenmäßigen Veränderung der Materie kommt. Ladenburg hatte die Thematik bereits klassisch in seiner Habilitation von 1909 in Breslau behandelt und begann sie seit 1921 in die moderne Theorie zu übersetzen. Er war 1924 von Breslau als Abteilungsleiter an das Kaiser-Wilhelm-Institut für physikalische Chemie und Elektrochemie in Berlin gekommen, und die Überprüfung seiner quantentheoretischen Dispersionsformel bei angeregten Gasen bildete bald einen Schwerpunkt seiner Arbeit am Institut. Er führte gemeinsam mit jüngeren Kollegen entsprechende Untersuchungen anhand der Interferenzstreifenmethode durch. Ganz grob, hier sehen Sie so ein Jamin-Interferometer, mit dem Sie gearbeitet haben. Da sehen Sie links und rechts die Prismen. Da können Sie einen Lichtstrahl in zwei parallele, kohärente Strahlengänge aufteilen und durch zwei verschiedene Röhren laufen lassen und nachher wieder zusammenführen und dann Interferenzmuster erzeugen, und die verändern sich jeweils in Abhängigkeit von der Dispersion. Die genaue Bestimmung der Dispersion erforderte Messungen im UV-Bereich, und dies verlangte eine wegen der UV-Absorption der Apparatur
technisch nicht unkomplizierte Ausdehnung der Untersuchung. Hier setzte 1928 die Zusammenarbeit von Ladenburg und Wolfson ein, deren Ergebnisse in 6 teilweise gemeinsamen Publikationen mündeten. Nachdem sie die quantentheoretische Dispersionsformel bei einatomigen Gasen wie Quecksilber bestätigen konnten, dehnten sie ihre Untersuchung 1932 auch auf mehratomige Gase aus. Nun aber verlor Wolfson seinen Mentor und Chef Ladenburg und damit auch seine Position am Kaiser-Wilhelm-Institut. Ladenburg war 1931 zunächst als Gast an das Palmer-Laboratorium in Princeton gegangen und nahm unter massivem Druck von Haber, der ihm verdeutlichte, dass er in Deutschland keine Perspektive habe, dies als Dauerstelle an. Und damit verlor auch Wolfson seinen Arbeitsplatz. Und hier fand man offensichtlich ein Arrangement mit der Reichsanstalt. Wolfson erhielt zur Fortsetzung seiner Forschung einen Arbeitsplatz bei Pasche. Ein Stipendium, und da unterscheidet sich das offizielle Thema, was in den Unterlagen der Notgemeinschaft steht, von dem, was Wolfson angibt. Und danach hört es sich so an, dass Wolfson eigentlich seine Arbeit im Paschen-Laboratorium fortsetzt. Also kein Bruch seiner Forschung. Aber das findet dann nun eine jähe Unterbrechung durch die nationalsozialistische Betriebszellenorganisation. Und das passiert am 3. April, das passiert also vor den Ereignissen um das Berufsbeamtengesetz. Und dann können wir auch uns in Erinnerung rufen, dass ja an den Universitäten schon Ähnliches passierte. Da gab es ja Aktionskomitees. Hier an der Technischen Hochschule in Berlin, das AHA, am 3. April bekommt Herbert Freundlich einen Brief: aufgrund ihrer vermutlich nicht-arischen Abstammung sollten sie ihre Vorlesungstätigkeit einstellen. Das sind ja alles Folgen des Boykotts vom 1. April. Im Rahmen dieses Boykotts kommt es zu solchen willkürlichen Aktionen, sodass Betroffene wie Freundlich sich ja an das Kultusministerium wenden und sozusagen um Richtlinien bitten, nach denen solche Sachen entschieden werden. Das ist sozusagen noch der Wildwuchs vor dem Gesetz. Und ich lese es mal kurz vor: befinden sich unter den jüngsten von der Notgemeinschaft bezahlten Herren 2, die jüdischer Abstammung sind, und zwar die Herren Dr. Wolfson und Dr. Schocken. Da dieser Prozentsatz dem jüdischen Bevölkerungsanteil in Deutschland nicht entspricht, wird um sofortige Entlassung dieser Herren und Kündigung ihrer geltlichen Einkünfte gebeten. Das Gebeten ist natürlich nicht ernst gemeint, denn dann kommt der nächste Satz: falls diese Aufforderung, dann müssten andere Maßnahmen ergriffen werden. Also Sie sehen, wie bei Reichenheim auch, der eigentlich offiziell nach dem Gesetz geschützt gewesen wäre, aber als Beamter diesen Schutz nicht genoss, so ist es mit den Stipendiaten natürlich noch schwieriger, die im luftleeren Raum oder ähnlich, die hier sich sozusagen nicht auf ein Anstellungsverhältnis beziehen können. Im Übrigen hat dann Schmidt Ott als der Präsident der Notgemeinschaft darauf reagiert, hat an den Innenminister geschrieben, dass er solche Dinge doch auf dem geraden Dienstweg erledigen möchte und dass das völlig falsch ist, was da stünde, denn das Stipendium von Wolfson wäre angeblich schon zum 31. März ausgelaufen. Und insoweit wäre die ganze Sache gegenstandslos und Schocken ohnehin kein Stipendiat der Notgemeinschaft. Abgesehen davon gäbe es ohnehin noch viel mehr Stipendiaten, weshalb diese Überproportionalität des jüdischen Anteils, was ja hier von dem Komitee behauptet wird, nicht stimmen würde. Aber das Ganze ist ein bisschen unklar, denn es gibt einen Brief vom 6. April eines dänischen Stipendiaten an Bohr, 6. April, der davon berichtet, dass Wolfson seine Tätigkeit nicht fortsetzen dürfe und dass man Paschen von der Parteiführung der NSDAP entsprechend hingewiesen habe. Insoweit ist nicht klar, wann und unter welchen Umständen die gewiss beabsichtigte Verlängerung des Stipendiums storniert wurde. Wolfson gelang es dann kurz darauf, im Mai 1933, vorläufig am Physikalischen Institut in Utrecht unterzukommen, wo er aufgrund von dessen Ausrichtung inhaltlich anschlussfähig war. Ach, habe ich jetzt falsch gedrückt. Jetzt habe ich die falsche Richtung. So, und hier habe ich ihm mal die Köpfe der Publikationen nur nebeneinander gestellt, wo Sie sehen können, dass er also innerhalb von 11 Monaten seinen Standort hat wechseln müssen. Oben steht noch, es ist ja immer der gleiche Themenkreis, steht noch Dahlem, beim zweiten steht dann Charlottenburg, das ist die PTR, und beim dritten steht dann Utrecht. Insoweit ist er also sozusagen auf der Wanderschaft und kann jetzt einige Monate in Utrecht bleiben.
Und dort findet, das ist mehr als eine Floskel, im Juli 1933 eine Danksagung an Ladenburg, mit dem er hier doch eng zusammengearbeitet hat, ein Bedürfnis ihm an dieser Stelle für viele Anregungen und sein dauerndes Interesse an der Fortführung dieser Versuche herzlichst zu danken. Nun ist er also in Utrecht und diese Dinge funktionieren, weil hier zusätzliche Gelder zur Verfügung gestellt werden. In vielen europäischen Ländern haben sich Unterstützungskomitees gebildet, um den Emigrierten eine Überbrückung zu schaffen, um die Konkurrenzsituation zu vermeiden, nicht neue Stellen zu schaffen, das konnte man nicht, oder anderen sozusagen die Stellen zu blockieren, sondern mit Zusatzgeldern hier eine Überbrückung zu schaffen. Und das hilft hier Wolfsohn für ein Jahr. Ziel ist dann eben eine Festanstellung. Und die Festanstellung gelingt dann auch bald, denn sein Chef in Utrecht ist Leonard Ornstein und der attestierte jenseits von den in Zeugnissen verwendeten Floskeln ihm neben den experimentellen Fähigkeiten eine intensive Kenntnis der theoretischen Physik. Die Untersuchungen bei Kuhnen und Ladenburg waren nach Ornsteins Meinung Work of High Class und auch als Lehrender sei er extremely good. Und hier nochmal dann das Gutachten, a very good physicist of great experimental skill and extensive knowledge of theoretical physics. He is a man of original ideas and critical spirit. Und es war auch dann Ornstein, selbst engagiert in der zionistischen Bewegung, der ihn auf einem Treffen des Board of Trustees der Hebräischen Universität Jerusalem im August 1934 in Zürich als Senior Assistant am dortigen Institut vorschlug. Er hält dann eine zunächst auf 3 Jahre befristete Stelle an der Hebräischen Universität. Das ist alles noch von der Ausstattung sehr rudimentär, kann man sagen. Insoweit war das auch nicht ein Immigrationsziel, kein bevorzugtes Immigrationsziel, weil es sozusagen Pionierarbeit war. Er ist dort seit 1946 dann auch Lecturer, ist also am Aufbau dieses Institutes beteiligt, hat auch etwas Kriegsarbeit gemacht, was damals die Leute an dem Institut beschäftigte, Radiotransmitter gebaut. Aber er kann das Ganze nicht weiter begleiten. Er wird ein Opfer des Hadassah-Konvoi-Massakers vom 13. April 1948, ein Angriff auf einen Konvoi, der 78 Menschen das Leben kostete. Ich komme dann zu dem dritten in unserer Reihe, zu dem dritten Stipendiaten, das ist Klaus Schocken. Und hier haben wir also diese Situation von jüdischem und nichtjüdischem Bürgertum. Die jüdische Familie Schocken kam aus dem kleinen Ort Pleschen in Posen. Sie zog nach Berlin. Da gelang offenbar der Aufstieg ins Wirtschaftsbürgertum. Mindestens ein Aufsichtsratssitz von Siegfried Schocken kann man finden und das mag ein Beleg dafür sein. Wilhelm Schocken war eines seiner 4 Kinder, der mit Promotion und einer Anstellung als Gerichtsreferendar zunächst auf dem Weg war, eine klassische juristische Laufbahn einzuschlagen. Im Jahr 1898 hatte er sich mit der evangelischen Sophie Meyer verlobt, sie geheiratet, eine Kunstmalerin, eines von 5 Kindern des Politikers Alexander Meyer, ein damals bekannter Mann, Meyer Breslau wurde er im Reichstag genannt, er saß auch im preußischen Landtag, war Journalist, noch vor wenigen Jahren ist sein Buch aus guter alter Zeit, Berliner Bilder und Erinnerungen, wieder neu aufgelegt worden. Also insoweit sehen Sie, Sie haben hier diesen wirtschaftlichen, bildungsbürgerlichen Hintergrund von beiden Seiten, die kommen hier zusammen. Das ist so etwas, wo Sie das Jüdische und das Nichtjüdische ja nicht mehr voneinander trennen können, was sich hier dann in den Kindern manifestiert. Und wir haben hier 3 Kinder, Klaus den Physiker, Thomas wird Architekt, Wolfgang wird Musiker. Die Familie zieht 1911 von Tiergarten nach Dahlem um und Klaus Schocken geht dort auf das sehr stark deutsch-national geprägte Arndt-Gymnasium, wo er dann sein Abitur macht. Gut, und dann der Weg, auch hier sehen Sie wieder erstmal ein Semester außerhalb in Freiburg und dann das Studium in Berlin. Und dann gleich um die Ecke in Dahlem studiert er dann an der Röntgenabteilung des KWI für Faserstoffchemie und dort untersucht er die Streuung von Röntgenstrahlen, sowohl an Gasen, 2 verschiedene Gase, Argon, Kohlendioxid, wie auch an einem Einkristall. Und dabei kann er die Theorien weitgehend bestätigen. Laue beurteilt das als eine sorgfältige, saubere Experimentaluntersuchung unter verständnisvoller Anlehnung an die modernen Theorien. Er bewertet das mit Laudabili, das würden wir als gut übersetzen.
Jetzt wendet er sich dem Gebiet der Röntgenstrahlen, oder er hat hier mit Röntgenstrahlen gearbeitet und er interessiert sich jetzt für die biologische Wirkung von Röntgenstrahlen. Und insoweit geht er an dieses spezielle Institut in Bonn, das sich den röntgenologischen Grundlagen der Medizin widmet. Dort untersucht er unter anderem die Abschwächung von Röntgenstrahlen bei dem Durchgang durch Gase. Und sein Institutschef wies ihn schon 1931 darauf hin, dass am neu gegründeten Wilhelm-Kerckhoff-Institut in Bad Nauheim die Absicht bestünde, Untersuchungen mehr physikalischer Art durchzuführen. Die Kontakte blieben aber zunächst ergebnislos. Und nun kehrt Schocken nach Ablauf des Stipendiums nach Berlin zurück, wo er ab Ostern 1932 im magnetischen Labor, nun außerhalb der bisherigen Forschung über Röntgenstrahlen, als freiwilliger Mitarbeiter, später als Jungakademiker, sich der Aufgabe widmete, quantitativ auswertbare Magnetisierungskurven mithilfe eines Doppelspiegelgalvanometers fotografisch zu registrieren. Ihm wurde bestätigt, diese Aufgabe in kurzer Zeit gut gelöst zu haben. Und auch diese Tätigkeit kommt, das wird uns hier nicht mehr überraschen, zu dem bekannten abrupten Ende. Und seinem Lebenslauf kann man die gewisse Empörung anmerken, wenn er dann schreibt, mein vorzeitiges Ausscheiden war ausschließlich durch meine jüdische Abkunft bedingt. Offensichtlich hatte, wir haben das vorhin gesehen, das Zitat, haben wir ja vorhin darüber gesprochen, es war offensichtlich bekannt, dass da ein jüdischer Hintergrund war. Nun wurde die Option eines Stipendiums der Kerckhoff-Stiftung wieder realistisch, aber der ursprüngliche Plan, die Arbeiten der Stiftung extern am Institut für Strahlenforschung der Universität Berlin durchzuführen, erwies sich nun als nicht mehr durchführbar. Denn der dortige Institutschef erklärte am 8. Mai, dass ich nach den neuesten Bestimmungen meiner Regierung nicht in der Lage bin, Herrn Dr. Schocken an meinem Institut arbeiten zu lassen. Ein anderer erhielt die für Schocken zugedachte Aufgabe. Damit war das Gesuch aber noch nicht hinfällig. Nun musste die Arbeit jetzt in Bad Nauheim durchgeführt werden. Der Entscheidungsprozess zog sich noch etwas hin. Es ging ja um die quantitative Bestimmung des Begriffes der Schärfe der Röntgenaufnahme, eine medizinisch wichtige Aufgabenstellung. Und ab 1. November 1933 konnte er dort in Bad Nauheim arbeiten. Da geht es um die gerade noch sichtbaren Kontraste bei Röntgenaufnahmen. Hier sehen Sie zwei Aufnahmen des Kaninchenherzens und einmal ohne und einmal mit Blende, Buckyblende heißt das. Da kann man die Streustrahlung der Röntgenstrahlen unterdrücken und insoweit können Sie auch bei der rechten Aufnahme sehen, dass die unteren Rippenbogen sich deutlicher abheben als auf der linken Aufnahme. Das war also sein Arbeitsgebiet, aber auch wenn das nochmal um 6 Monate, dieses ursprünglich einjährige Stipendium, verlängert wurde, war er doch ab Mai 1935 dann ohne Anstellung. Der Vater und seine beiden Brüder waren bereits 1933 emigriert. Die Mutter war ja früh gestorben. Für Schocken gab es nun in Deutschland keine Möglichkeit zur wissenschaftlichen Arbeit mehr. Und insoweit hatte er schon seit 1933 auch, wo er dann die Stelle bei der Reichsanstalt verloren hatte, schon zur Immigrantenorganisation in England Kontakt aufgenommen. Und da kommen dann so verschiedene mehr oder weniger attraktive Angebote in Nanking, aber da stellt sich heraus, das geht nur für britische Staatsangehörige, in Quito, in Ecuador, eigentlich nur für einen Theoretiker. Dann bewirbt er sich beim Haut- und Krebshospital in Irland, auch das ist ergebnislos. Er geht dann in die USA im September 35 und stellt dann auch bald den Antrag auf Einbürgerung. Er will in den USA bleiben, das ist ein Weg ohne Rückkehr. Im ersten Jahr studiert er selbst nochmal Klimatologie, hört an der New Yorker Universität Vorlesungen über Biologie und Physiologie. In den folgenden Jahren hatte er dann mehr, und jetzt erschrecken Sie nicht, wenn das nächste kommt, das ist nicht zum detaillierten Lesen, er hat dann mehr als 10 Stellen. Das sind, er sagt dann, das ist not worth mentioning, das sind im Grunde genommen so kleine Lehrerstellen irgendwo in der Provinz an einem College. Er ist dann 1948 ganz froh, wenn er dann mal als Biophysiker arbeitet und aus diesen kleinen Lehraufgaben herauskommt. Er wird dann 1958, das ist dann sozusagen seine berufliche Endstation, er wird dann Mitarbeiter, Researcher bei der NASA. Und da verbreitert sich sein Forschungsspektrum. Er ist nicht mehr bei der Biophysik, er macht Thermodynamik, er macht Astrophysik. Und auch am Ende dieser Zeit möchte er eigentlich weiterarbeiten. Und kein College, keine Universität will ihn mehr haben. Und was macht er dann? Er geht noch zum Friedenskorps, zum Peace Corps und unterrichtet Physik 1974 in Honduras. Und als 80-Jähriger, das findet man noch in dem
in der Zeitschrift des Arndt-Gymnasiums, da gibt es einen Leserbrief von ihm, da schreibt er 1985, täglich beschäftige ich mich noch mit Physik. Ja, das waren die drei biografischen Skizzen. Ich komme noch mal kurz zum Resümee. Also Reichenhain, jemand, der seine gesamten Forschungen an der PTR durchführt, und Wolfsohn, der hier eine Überbrückung hat, seine eigene Forschung dort eigentlich fortsetzen will, es dann nicht weiter kann, und bei Klaus Schocken tatsächlich so eine Überbrückung außerhalb seines Forschungsprogramms. Reichenhain nach England, Schocken in die USA, die klassischen Immigrationsländer, aber sie sind nicht diejenigen, die ihre Forschung in dem Sinne fortsetzen können. Reichenhain hat zu lange zu wenig gemacht, könnte man sagen, ganz grob. Er hat sich ins Private zurückgezogen, da kann er nicht mehr an seine Forschung anknüpfen. Bei Schocken ist es sehr schwierig, er hat ein sehr spezielles Gebiet, bei dem er in den USA nicht unterkommt, keine Anschlussmöglichkeiten findet. Es gibt dann botanische Publikationen, er ist sehr vielseitig, er lässt sich ja auch auf alles ein, er ist sich für nichts zu schade. Und insoweit haben Sie diese lange Liste der verschiedenen Stellen. Und bei Wolfsohn, er ist vernetzt, er bekommt eine Stelle, er ist Zionist, er geht bewusst nach Palästina und er wird dann in relativ jungen Jahren durch den Terroranschlag aus seiner Laufbahn herausgerissen. Ja, das war dieser Abriss. Ich danke für Ihr Interesse. Und ja, wir sind zeitlich schon ziemlich weit fortgeschritten, aber dennoch sollte Möglichkeit bestehen, Nachfragen zu stellen. Bitte. Also danke für diese wunderbare Darstellung. Du hast uns wunderbar gezeigt, wie die drei jüdische Mitarbeiter aus der PTR rausgeekelt wurden. Wie kamen sie denn rein? Da war nur bei einem Fall, also wie war die Eintrittskarte in die PTR? Wir haben ja gesehen, die PTR hatte offenbar einen sehr geringen Anteil an jüdischen Mitarbeitern. Aber den dreien, wissen wir darüber was, wie die, ich glaube gerade bei Wolfsohn und Schocken war es gar nicht klar, du sagtest, ne, dann fing es eben an der PTR, oder bei Reichenhain war das, glaube ich. Aber wie kam das? Konnte man sich einfach bewerben und gut war? Oder? Das ist jetzt Spekulation, aber es ist eine vielleicht begründete Spekulation. Bei Wolfsohn muss es über Paschen gelaufen sein. Paschen war ja vernetzt in dem Sinne auch mit den Leuten. Paschen war ein Spektroskopiker, Paschen war interessiert an diesen Arbeiten vom Inhaltlichen. Da muss es eine Verbindung gegeben haben zwischen Paschen und Ladenburg, zwischen Paschen und dem KWI. Das ist jetzt Spekulation, ich habe da kein schriftliches Dokument dazu. Und bei Schocken habe ich noch eine andere Spekulation. Ein Onkel von ihm, Ulfilas Meyer, der Bruder seiner Mutter, war mal bei der Reichsanstalt gewesen, 1912. War ein Mann, der in der Industrie bei Felten und Guillaume arbeitete. Es mag sein, dass es da eine Verbindung gab. Okay. Spekulation, zugegeben. Dieter? Ich hätte auch eine Frage, die vielleicht sozusagen auch Teil der Antwort ist. Wie war die, also weißt du aus den Sachen, die Vernetzung hier in Berlin der Institution, weil ja die PTR eröffnete ja auch experimentelle Möglichkeiten, die sonst nirgendwo waren. Also abgesehen von ihrem meteorologischen Service gab es ja Labors, wie das Kältelabor zum Beispiel, nicht, das direkt ja gegründet wurde, um solche Gastaufenthalte zu finanzieren. Da ist die Frage, mir ist nämlich auch noch sozusagen andere Beispiele bekannt, wo Leute, solche wie die Erika Krämer, nicht, die war auch an der, glaube hauptsächlich am KWI für physikalische Chemie und hatte bestimmte Messungen durchzuführen, hier an der PTR. Nicht? Und so ist die Frage von Friedrich. Es gab zum Beispiel in den Jahren der Weltwirtschaftskrise gab es so ein solches Jungakademikerprogramm für Leute, die promoviert hatten und jetzt einen Übergang brauchten. Und die wurden dann für ein Jahr bezahlt. Und da gibt es mir, gerade die PTR war so eigentlich im Ort, zum Beispiel Ochsenfeld, der Meister Ochsenfeld, der war sozusagen auch im Rahmen des jungen Akademikerprogramms hier nach seiner Promotion, glaube ich, angestellt, ging dann Anfang der 30er Jahre wieder zurück in den Schuldienst,
bekam da und kam dann so, glaube ich, ab 35, 36 wieder an die PTR als Magnetiker sozusagen und blieb da. Also dieser Markt sozusagen, heute würde man sagen, so Drittstellenmarkt, der war, scheint damals schon floriert zu haben. Und das ist auch das, was vielleicht der Unterschied auch zu Michaels Studie ist, nicht? Was bei uns, wir gehen ja tiefer sozusagen und auch sozusagen schwer zu fassen, weil die Stipendien, die findet man durch Glück irgendwie in Briefwechseln oder so, nicht? Aber an den Universitäten muss es die auch gegeben haben. Ja, ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann danken wir Ihnen sehr herzlich, Herr Wolf.